Assi? Ach Gott, was leid. Die ganze Society von Frankenthal. Ich selber gar wie jedes Jahr. Hoch, was wir nicht schon alles erlebt haben, sie. Die Lisbeth hört ja immer noch schlecht. Ich hat sie seit letzter Woche ein neues Hörgerät. Ich habe gesagt, taugt es jetzt was? Sagt sie, und ob. Ich habe schon dreimal das Testament geändert. Ja. Jetzt hört sie zwar besser, aber die sieht noch schlecht. Und die hat ja mit 114 noch den Führerschein. Und weil ihr Kinder nicht wollen, dass sie immer mit dem Auto fährt, haben sie ihr jetzt so ein Seniorenmobil gekauft. Und da setzt man sich drauf, hat den Lenker in der Hand und fährt mit 15 Stunden Kilometer durch die Landschaft. Die Lisbeth ist ganz happy, die fährt bloß noch mit ihrem Seniorenmobil rum. Ja. Die fährt damit sogar auf der Autobahn. Ne? Auf der linken Seite. Ne? Die Staus auf der A5 neulich, das waren nicht die Bauern. Das war die Lisbeth. Ich sagte, Lisbeth, wie du auf der Autobahn warst, waren 20 Kilometer Stau. Hoch hat sie gesagt, hab ich einen Klick gehabt, dass ich ganz vorne war. Ja. Ja. Ja, die fährt ja mit dem Seniorenmobil ja auch immer ihr Kanasta-Freundin haben. Ist sie in eine Polizeikontrolle gekommen. Hat der Polizist gesagt, sag mal, was machen Sie da? Sag sie, es war meine Kanasta-Freundin haben. Hat er gut gefragt, das geht doch nicht. Das Gefährt ist doch bloß für eine Person zugelassen. Sie können doch da nicht zu dritt drauf hocken. Die Lisbeth sagt, wieso zu dritt? Ach gut, wo ist denn die Hermine? Ne? Ja. Ja, ja. Ja, die Hermine ist schon immer noch durch den Wind. Vielleicht schon gesagt, hast du schon gehört, unser Nachbar ist überfahren worden. Da sagt sie, Wella. Der ich von Geier über. Ja, Wella, ich sag, der Dachdecker. Was, der Dachdecker ist überfahren worden? Sie hat gesagt, heutzutage, selbst auf dem Dach bist du nicht mehr sicher. Ne? Ne? Ja. Mein Dach ist so repariert worden, was doch kann nicht kaputt. Dann habe die ihr Gericht gestellt, wie der Arbeiter fertig war, hat er gesagt, Frau Baumann, Sie müssen jetzt meine Arbeit abnehmen, dass ich ordentlich gearbeitet habe. Ich sage, junger Mann, Sie werden doch nicht glauben, dass ich mit meiner 114 jetzt die Leitern aufgrabbel auf das Gericht. Oder sagt, wenn Sie es nicht machen, muss ich einen Gutachter holen, der kostet 1000 Euro. Na gut, bin ich raus, die Leitern auf mit dem bis oben aufs Gericht. Und wie wir ganz oben waren, hat sich plötzlich das Gericht aus der Verankerung gelöst. Hat angefangen zu schwanken und ist umgefallen. Wir haben uns gerade noch am Dachkanal festhalten können. Und wie wir dort zu zweit am Dachkanal gekommen sind, hat sich das auch aus der Verankerung gelegt. Habe ich schon gesagt, sie, einer von uns muss jetzt springen. Hat er gesagt, Ladies first. Ja. Und dann gesagt, na, das machen wir anders. Wissen Sie was, wir singen jetzt. Und wer am schönsten singen kann, darf hängen bleiben. Ich fange an. Und dann habe ich gesungen an der Nordseeküste. Und er? Ja. 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 Die denken ja, all mir Alte sind blemblem. Jetzt habe ich ein Prospekt im Briefkasten gehabt. Bleiben Sie fit, halten Sie sich geistig in Topform. Das war ein Fake. Die sind bloß hinter unserem Geld her. Da gab es einen Kurs für über 100-Jährige. Giftpilze am Geschmack erkennen. Und die Gebühr muss im Voraus bezahlt werden. Die halten uns alle für Problem. Das ist ja am Enkeltrick.
da kriegst du eine Nachricht aufs Handy, Oma schreibt eine neue Telefonnummer, speichert die mal ein, dann wird die euch gespeichert, nach 3 Wochen kommt dein Anruf, sie hat den Unfall gebaut und preist Geld. Die Hermine ist drauf neu gefallen. Schat Hermine, wie kannst du da drauf neu fallen? Wir haben doch das alles durchgesprochen. Und hat sie gesagt, es hat aber so echt geklungen. Ich sage, was ist so echt geklungen? Du hast doch gar keinen Enkel. Aber die Rest ist jetzt, die hat den Seniorentrick erfunden. Kennen Sie den? Die hat nämlich gelesen, dass die junge Leute heutzutage laut PISA-Studie nicht mehr rechnen können. Und der Hermine, ihr Seniorentrick geht so, die sagt zum jungen Mann, sagen Sie mal, haben Sie mal 100 Euro für mich? Dann sagt der, ich habe aber bloß 50. Ja, dann geben Sie mir halt die 50. Dann nimmt sie die 50, steckt sie ein und sagt, sehen Sie, jetzt schulden Sie mir 50 und ich Ihnen, also sind wir wieder quitt. Dass die jungen Leute nicht mehr rechnen können, merke ich schon, wann ich einkaufen gehe. Sie, meine Generation, rechnet auf der heutigen Tag nicht in Gramm und nicht in Kilo. Wir rechnen immer noch in Pfund. Und wenn ich mir Hackfleisch hole, dann rechne ich für eine Person eine Viertelpfund Hasche. Wenn mal 4 Freundinnen kommen, dann sind es 5 Viertelpfund Hasche. Gehen Sie heute mal im Supermarkt an die Metzgertheke und sagen Sie Ihnen gern 5 Viertelpfund Hasche. Die guckt sie an, wie wenn sie von einem anderen Stern wären. Neulich habe ich sie geärgert. Habe ich Aufschnitt geholt für die Lisbeth und mich. Ich sage, ich hätte gern 2 Achtelpfund Aufschnitt und bitte getrennt einpacken. Nun hat die Verkäuferin ihr Handy rausgeholt und ich ins Internet. Ja. Die Jungen haben Google, mir Alter haben halt noch Ahnung. Ja. Ja. Also ich habe ja keine Enkel, nein. Ich bin immer noch Single, nicht? Darf ich mal fragen, wer im Saal noch Single ist? Also nicht, dass ich denke, ich stehe Suche, gell? Nee. Wenn man mal über 100 ist, da sucht man nicht mehr, da lässt man sich finden, nicht? In meinem Alter kriegt man auch keine Schmetterlinge mehr in den Bauch, nicht? Wenn man über 100 ist, sind das keine Schmetterlinge, das sind das Modern, nicht? Ja. Es gibt schon immer mehr Single-Haushalte. Die jungen Leute wissen ja gar nicht mehr, wie sie sich kennenlernen sollen. Und die haben ihnen gesagt, das gibt's doch nicht. So schwer kann doch das nicht sein. Meine Großmutter hat mein Großvater hat meine Großmutter noch ganz normal beim Pokern gewonnen. Ich habe gesagt, Hermine, so leicht ist es heutzutage nicht mehr. Also wie ist die Rollenverteilung in der Liebe? Die Liebe ist eine Jagd. Nicht? Der Mann ist der Jäger und wir Frauen sind die Beute. Nicht? Aber wir Frauen geben durch einen Schlüsselreiz den Anstoß zur Jagd. Wie ich jung war, war das das Pussiertischele. Das hat man am Handgelenk getragen. Und wenn ein junger Galant gekommen ist, der am Gefallen hat, hat man das Pussiertischele fallen lassen. Dann ist er hin, hat es aufgehoben, man hat sich in die Aare geguckt und die Jagd hat begonnen. Ja. Heutzutage haben die Damen ja keine Pussiertischlein mehr. Die weiblichen Schlüsselreize haben sich heute leider reduziert auf kurze Hemdchen und auf ein Hirschgeweih über dem Allerwertesten. Ein Hirschgeweih über dem Allerwertesten. Stell dir mal vor, ich hätte mir mit 20 da hinten so ein Hirschgeweih tätowieren lassen. Das steht halt ganz schön die Hutte hängen. Ne? Ja.
Da wäre ich heute der lebende Beweis dafür, dass man Geweihe knicken kann. Ich habe so einen jungen Mann gefragt, ja, wo habt ihr euch kennengelernt? Und er hat gesagt, im Internet. Im Internet? Ich sage, ja, wie geht denn das? Ja, hat er gesagt, er hat seine Frau in einem Film auf TikTok gesehen. Ja, dann hat er ihr Bild auf Instagram entdeckt. Dann hat er sie auf Facebook ausfindig gemacht. Dann hat er auf Messenger geschrieben, ob er ihre Handynummer haben kann. Mit der Handynummer hat er dann auf WhatsApp einen Heiratsantrag gemacht. Und letzte Woche haben sie via Skype geheiratet. Dann habe ich gesagt, na, dann könnt ihr schon 9 Monate euer Kind bei Amazon bestellen. Ja. Und wenn dann der DHL-Fahrer kommt und ihr seid nicht daheim, könnt das oben an der Packstation abholen. Ja. Draußen war so ein gut aussehender junger Mann. Ich sag, wieso sind Sie noch Single? Ja, hat er gesagt, er wäre streng katholisch erzogen und die Ehe ist ein Sakrament und er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, wenn die Ehe in die Brüche geht. Ich habe gesagt, junger Mann, hören Sie mal zu. Wenn eine Ehe in die Brüche geht, ist nie eine alleine schuld, sondern immer zwei. Und ich kann Ihnen auch sagen, wer? Die Frau und die Schwiegermutter, nicht? Genau. Ja, und dann war noch so ein Gattemädchen, hat mich neulich angesprochen, Frau Baumann, ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der will laufend mit mir in die Wirtschaft. Ich habe gesagt, lass die Finger weg von dem, das ist ein Säufer, das wird immer schlimmer. Dann ist er gekommen, ich habe gesagt, kennengelernt, der will immer mal Sparbuch sehen. Ich habe gesagt, lass die Finger weg von dem, der ist hinter deinem Geld her, das wird immer schlimmer. Vorhin hat sie gesagt, ich habe jetzt einen kennengelernt, der will laufen mit mir in den Wald. Ich habe gesagt, den nimmst du, das hört auf. Ahoi! Ja.